Ja, so ein Azubi-Projekt und so wie er aussieht, das haben sich die Azubis alles ausgedacht. Schon sehr auffällig geworden. Wir haben gesagt, lass uns doch mal versuchen, kompromisslos auf Performance zu gehen. Und das wurde bei dem Fahrzeug hier umgesetzt. Ja. Der Rumpfmotor an sich ist gleich geblieben, ist immer noch der 2-Liter Vierzylindermotor aus dem Golf R. Haben einen Turbolader verbaut, viel an der Software gemacht, haben dann am Ladedruck. Damit haben sie dann am Ende 526 PS und deutlich über 620 Newtonmeter rausbekommen. Wir haben das Fahrwerk etwas abgestimmt, auf der Hinterachse weicher, vorne etwas härter gemacht, haben den Torx-Splitter, das bedeutet, wenn du in die Kurve reinfährst, dass sich dann das Auto mit reinzieht. Er kommt schön mit, also er bricht hinten nicht aus. Wir haben 526 PS. Funktioniert ganz ordentlich, also er schiebt schön an, läuft ganz gut sogar. Wenn du vor einem Golf 8 R stehst, da stehst du vor dem Auto erstmal und denkst, der ist perfekt. Und mit den Azubis gemeinsam überlegt, wie kriegen wir dieses Auto besser? Und dann sind wir durchs Auto gegangen, gekrochen, haben festgelegt, wie sollen die Reifen aussehen? Was machen wir mit dem Gewicht? Wir haben aus dem Auto 200 Kilo Gewicht rausgeholt durch den Einsatz von Carbon an den entscheidenden Stellen. Wir haben das Fahrzeug breiter gemacht. Ne? Stück für Stück sind wir sozusagen so in das Rennsportthema, in die Performance reingegangen.